Für eine schöne Terrasse brauchen wir schöne Töpfe. Und die sollen im Boden wieder Löcher haben, damit keine Staunässe entsteht. Mit einem Bohrer, der soll wenigstens 10 mm groß sein, geht das ganz einfach. Die Plastiktöpfe, die haben den Vorteil, sie sind leicht zu transportieren. Wir geben wieder in den Boden ein Vlies rein, denn wir brauchen eine Drainage. Das überschüssige Wasser soll abrinnen. Immer schauen, dass der Topf groß genug ist, denn die Pflanzen brauchen die Erde und je größer der Topf, desto schöner wächst sie später. Über das Loch kommt eine Tonscherbe, dann kommen 10 cm Bleton oder Leka und auf das Leka kommt dann das Vlies. Vlies deswegen, damit sich die Pflanzerde nicht mit der Drainage vermischt. Das dauert ja einige Jahre oder die Pflanzen bleiben ja einige Jahre in dem Topf und verwenden sie für ihre Terrasse nur beste Erde. Denn Pflanzen, die längere Zeit in diesem Topf stehen, die brauchen gute Erde. So, wir stellen jetzt die Pflanze rein. Ungefähr so hoch soll sie sein, wie der Topfrand ist. Denn später, wenn wir die Pflanze dann eingießen, dann senkt sie das Ganze und dann haben sie automatisch einen Gießrand. Und jetzt suchen wir das geeignete Platzerl im Schatten oder in der Sonne. Der Gärtner wird es Ihnen schon sagen, was für die dementsprechende Pflanze das Beste ist. Und nicht vergessen, gießen. Wenn Sie eine große, sonnige und windige Terrasse haben und nicht immer zu Hause sind, dann empfehle ich Ihnen eine automatische Bewässerung. Sie ist relativ einfach zu installieren. Es ist alles genormt und es passt auch alles zusammen. Was Sie hier sehen, ist eine Tröpfchenbewässerung. Das sind jetzt die Anschlussstücke für den Wasserhahn. Den können Sie entweder direkt anschließen oder dazwischen noch einen Bewässerungscomputer installieren. Und das ist der Haupthahn, die Hauptleitung, die Zuleitung zu den Töpfen. So, wir messen jetzt das Ganze ab und am Ende wird dann der Schlauch nur abgeknickt und das genügt, damit das Wasser nicht abrinnt und ausrinnt. Im Winter wird es dann aufgemacht und dann kann man die Leitung im Winter auslassen und dann friert das Ganze nicht auf. Und das sind jetzt die kleinen Löcher von den Tropfschläuchen, die dann zu den Töpfen führen. Das ist der Anschlussstück, das Anschlussstück für den Tropfer. Und auf das kommt jetzt der Tropfschlauch. Den können Sie jetzt individuell lang abschneiden, je nachdem, wie groß der Topf ist. Auch kann man bei größeren Töpfen 2 Schläuche reingeben. Und vorne kommen so kleine Sticker. Die werden dann in den Topf reingesteckt und das verhindert, dass der Schlauch bei Wind oder wenn jemand einmal schnell vorbeigeht, dass der Schlauch rausfällt. Ein wichtiges Thema auf der Terrasse ist der Sicht- und Windschutz. Sie sehen hier einige Beispiele, das waren jetzt Gräser. Das hier sind Rispenhortensien. Dann haben wir hier einen Bambus, der ist ganz dicht und schön grün. Das ist eine gemischte Kiste mit verschiedenen Ziersträuchern. Dann haben wir da einen Kirschlorbeer, der ist auch im Schatten sehr gut. Und zum Schluss haben wir noch einen duftenden Lavendel. Wir zeigen Ihnen hier eine effektive und platzsparende Möglichkeit, mit Töpfen zu gestalten. Diese robusten Blumentöpfe sind aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Das System nennt man Vertical Garden und Sie werden gleich sehen, wie das aufgebaut ist.
Die drei Töpfe sind in Form einer Blüte miteinander verbunden und lassen sich gut mit Erde befüllen. Jetzt kommen die Pflanzen rein, je nach Geschmack. Wir können immer eine Etage mit Blumen und eine mit Küchenkräutern machen. So, und jetzt kommt eine Etage nach der anderen dran und die werden übereinander gestellt. Das ist eine Pyramide, eine Pflanzpyramide, die wenig Platz braucht. Und wenn sie wenig Wind haben, dann können sie es höher machen. Wenn sie viel Wind haben, würde ich es nicht zu hoch machen. Aber ist doch ideal auf dem Balkon, oder nicht? Haben Sie einen Balkon? Gerade für Stadtbalkone ist diese Idee ein Hit. Flower Bridge, Blumenbrücke nennt sich dieses Modell und ist ideal für jedes Balkongeländer. Vorher müssen Sie die Windhalterung herausnehmen. Sie werden gleich sehen, warum. Und jetzt wie einen Blumentopf befüllen mit guter Erde, selbstverständlich. Und Blumen nach Geschmack am Balkongeländer sind am schönsten Blumen, die runterhängen. Da wird der Blumeneffekt größer und schaut besser aus. So, wir machen jetzt 2, 3. Und wie Sie sehen, hängen wir das übers Geländer. Und jetzt werden Sie gleich sehen, wofür wir die Halterung herausgenommen haben. Das ist, damit der Topf nicht wackelt und schön fest drauf bleibt. Und diese Töpfe gibt es auch in den buntesten Farben. Urlaub in Balkonien. Ein Klassiker, der bepflanzte Erdbeertopf. In der Farbe passend zu den Möbeln, die Sie haben, wird er mit Erde gefüllt. Gute Pflanzerde ist selbstverständlich, wie wir schon wissen. Und in die Ausnehmungen, die Sie hier sehen, kommen die Erdbeeren. Verwenden Sie wieder immer tragende, dann haben Sie länger was davon. Sie können die Erdbeerballen, die Wurzelballen ruhig zerkleinern, dann geht es rein. Das schadet den Pflanzen nicht. Übrigens Walderdbeeren können Sie auch dafür verwenden. Wichtig ist nur, dass Sie wieder nach dem Pflanzen gut gießen. Und obendrauf setzt man noch ein bisschen an Lavendel und ein bisschen was Blühendes. Sicher haben Sie sich schon geärgert über den schweren Oleander im Herbst, wenn Sie ihn reintragen müssen. Ich habe da eine einfache Methode. Setzen Sie ihn in einen Plastiktopf. Und den Plastiktopf stellen Sie dann in den Tontopf. Und wenn Sie ihn dann im Herbst reintragen, dann ist der Oleander nicht mehr so schwer. Und den Tontopf, den können Sie extra stellen und den friert Sie dann nicht mehr auf.